Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wir sind auf der Great Western Express Strecke unterwegs mit einer Class 47 im Intercity Executive Livery. Und das sieht mal richtig schick aus. Und die Lok an sich ist auch echt toll. Und ja, mit der fahren wir heute nach London Paddington und das Video ist aber keine normale Fahrt. Denn am 20. Juni gab es ein größeres Patch für Transim World 2. Und ja, bei diesen Patch Notes will ich mit euch erstmal durchgehen. Bevor wir das machen, wenn wir hier mal die Lok aufrüsten, dass wir hier soweit vorbereitet sind, dass wir einerseits das ABS anmachen und natürlich Generalschlüssel rein, Lichter, Richtungswender, alles was man so braucht. So, da. Perfekt, und dann sind wir hier schon mal abfahrbereit. Okay, wir müssen jetzt erstmal noch warten bis 12.02 Uhr. Währenddessen kann ich ja schon mal anfangen mit den Patch Notes. Und fangen wir erstmal mit dem allgemeinen Zeugs an. Als erstes, für die ganz Kreativen unter euch, die auch Liveries machen, sind die ersten offiziellen lizenzierten Logos hinzugefügt worden, die ihr bei euren Liveries hinzufügen könnt. Das wäre einerseits von GBR das Logo, von den Rätischen Waren, von MDV, Great Northern, Avanti, West Coast, Thames League, Gatwick Express, Southern, Union Pacific, West Midland Railway, VTG und VVO. Ein Bild blende ich an der Stelle jetzt mal ein, da könnt ihr das sehen. Es gibt auch Custom DLCs oder Mods, die man sich runterladen kann, um noch mehr Logos zu haben. Aber das sind erstmal die offiziellen. Also, coole Sache davon, VTG, dass wir da jetzt die offiziellen Logos mit drin haben. Als nächstes ist die Lokphysik beim Kuppeln angepasst worden. Das ist vor allem für Speed of Steam gedacht, weil es dort immer wieder zu Entgleisungen gekommen ist und das soll jetzt weniger ein Problem sein mit den Kuppeln. Also wenn ihr da Probleme gerade im Fahrplan gehabt habt, sollte das jetzt weg sein. Es gibt aber noch Probleme mit ein, zwei Services, dass jetzt die Länge über Puffer länger ist. Das ist aber bekannt und da sind sie dran. So, dann, wir sind jetzt bereit zur Abfahrt und los geht's nach London Paddington. Was für ein schöner Dieselsound. So, schön langsam anfahren, damit hier auch ja nichts durchdreht. Hat schon nicht wenig Kraft, die Class 47. Okay. Während wir uns hier auf den Weg machen, gibt's noch ein weiteres Update, und zwar die Layout-Sperre für die Classic Controls, für die Ruhrsieg Node, Great Western Express, Hauptstrecke Rhein-Ruhr, Northern Transpennine und East Coastway wurden komplett entfernt, um da eine größere Kompatibilität mit Immersionssteuerung zu ermöglichen. Damit ist halt der Raildriver primär gemeint. Dann, ganz interessanter Punkt, was noch eingefügt worden ist, und zwar dynamische Werbe- und Verkaufsautomaten von Pringles zu Stationen auf der Bakerloo-Linie, Sandpatch Grade und der Schnellfahrstrecke Köln-Aachen. Zitat, in Vorbereitung auf einen neuen Wettbewerb in Verbindung mit Pringles und Game Pass. Weitere Details folgen. Ja, spannend. Jetzt kriegen wir da immer mehr Werbung ins Spiel. Ich meine, es gibt ja schon die Option für die echte Werbung in Transim World 2. Die kann man ja ein- und ausschalten. Wird das Spiel jetzt zu einer Werbeplattform? Sehen wir jetzt überall Werbung? Ich weiß nicht, wie ich das sehen soll. Als nächstes kommen wir zu der Great Western Express Strecke, denn da wurde einiges geändert und da fange ich mal von oben an. Einerseits wurde das PIS-System, also das Passenger Information System, bei allen Stationen hinzugefügt, also dass wir da jetzt auch wirklich die richtigen Zugzielanzeigen haben, dynamisch je nachdem wie wir fahren. Dann wurde der Himmel verbessert, kann aber nicht sagen inwiefern da jetzt das besser ist als vorher, sieht so oder so gut aus. Dann ein fliegendes Stoppschild bei der Station Slough wurde korrigiert. Dann wurden die Lichter verbessert in der Station Reading und Paddington. Und ein Geschwindigkeitsschild, bzw. Geschwindigkeitsvorbahnschild hinter der Brücke bei South Hall wurde ein bisschen verschoben, damit man es besser sieht. Das war allgemein da zur Strecke. Dann zum Spielen. Es gibt zwei neue Aufgaben im Timetable Mode, und zwar sind es so Zementzüge und der nutzen diese Tankcars von der Class 47 Add-on. Ebenfalls gibt es für die Xbox, PC, also PC klar, und die PS5.
Dann für alle Szenarien ist jetzt eingestellt, dass die Stoppdistanz auf 1 Meter, auf 5 Meter angepasst worden ist, damit das als erfolgreich abgedeckt wird. Ganz wichtig noch, es ist vorher passiert, dass teilweise die Türen auf der falschen Seite aufgegangen sind, wenn man es auf dem Matic-Betrieb hat. Ist es jetzt korrigiert worden, dass die Türen immer auf der richtigen Seite aufgehen. Des Weiteren wurden Anpassungen an zwei Szenarien gemacht, und zwar einerseits bei der Schlepplinie, da sind die schwebenden G2-Markierungen an der Station Wieding korrigiert worden, dann die Haltezonen wurden vergrößert, um die Strafen zu verringern. Ebenfalls die Anforderung bis 10, 15 Uhr zu warten, um die Ankunft in Old Oak Common abzuschließen, ist aufgehoben worden, sowie die Aufforderung, die Bremsen 5 Sekunden lang zu halten, um das Ziel Bremsen lösen zu erreichen, ist auch aufgehoben worden. Dann für das Szenario Westworld gab es ein Update für die KI-Züge. Wir sind da gerne mal rückwärts gefahren. Das passiert jetzt nicht mehr. Und die Ankunftszeit in Reading wurde angepasst, um da bisher einen realistischen Abschluss zu ermöglichen. Ebenfalls ist die Startposition vom Spiel angepasst worden, was ein bisschen mehr Sinn macht. Das Szenario Down the Line konnte man vorher nicht abschließen und das ist jetzt ebenfalls behoben. Und die Medaillen sollen auf der Strecke nur leichter zu erreichen sein. Keine Ahnung, inwiefern sie das da meinen, steht genauso da. Ja, dann gab es noch ein Update bei den Tutorials. Da wurde ebenfalls die Haltegenauigkeit ein bisschen erhöht, dass man da besser den Punkt trifft. Und bei der Szenario die Weihnachtsschließung, das konnte ebenfalls teilweise nicht abgeschlossen werden. Wenn man gerade den Führerstand zu früh verlassen hat, auch das wurde gefixt. Und ja, das war es erstmal zu den Aufgaben, was zumindest interessant ist. Es gab schon noch ein bisschen mehr Fixes, aber soweit mal zu dem. Kommen wir als nächstes mal zu dem Rollmaterial, denn da hat sich auch einiges getan. Der generische Containerzug ist jetzt ersetzt worden durch einen zufälligen Containerzug, der teilweise Wagen ran hat mit offiziellen Marken hinten dran, also damit man da ein bisschen mehr Varietät drin hat. Dann bei den normalen Personenwagen wurde die Innenbeleuchtung verändert, um die Sichtbarkeit der Fensterreflexion zu verbessern. Bei der Class 52, da wurde ein Problem behoben, dass die Lok überhitzen sollte und sich abgeschalten hat. Kann sie nach wie vor, wenn man es falsch macht, aber es ist angepasst. Dann Class 66, kann man jetzt endlich mit dem Rail Driver fahren, für alle, die das haben. Das gleiche gilt auch für den HST. Super Sache, dass man da jetzt mit dem Rail Driver fahren können. Ebenfalls ist beim HST die Funktion hinzugefügt worden, dass man das Stellwerk kontaktieren kann, und die Beleuchtung der Fenster wurde geändert, um die Sichtbarkeit der Fensterreflexionen zu verbessern, auch im HST. Und dann kommen wir zur Class 166. Da ist die Fahrphysik angepasst worden aufgrund des Feedbacks von den Spielern, und die Türen sollen jetzt den richtigen Sound machen beim Öffnen und Schließen. Außerdem das Zuggeräusch von außen sollte jetzt wesentlich besser zu hören sein, wenn die Türen offen sind, und im Führerstand das BIS, also das BIS-Display, ist jetzt lesbar gemacht, und es gibt eine spezielle Kamera an sich das auch für das, wenn man dann umschaltet. Dann die Beleuchtung der Fenster wurde geändert, aber in der Reflexion innen drin. Dann wurden die Sitze ersetzt und dafür gesorgt, dass die Fahrgäste nicht mehr durch die Rücknähe der Sitze klippen können. Ebenfalls Class 166 ist mit dem Rail Driver kompatibel, und man kann auch hier wieder das Stellwerk jetzt kontaktieren. Mir war gar nicht klar, dass es vorher gar nicht ging. Und Anpassung an der Richtdeflektion. Außerdem für das Todmann-Pedal gibt es jetzt eine Animation. Gab es vorher auch nicht. Wow, das ist ein langer Change-Up für die Class 166. Da haben sie wirklich viel gemacht. Denn als nächstes ist die Regenanimation an der Windschutzscheibe angepasst worden, dass man die irgendwie realistische Wasserspuren jetzt hat. Die Signalhornsteuerung ist invertiert worden, die war falsch. Und das Gehgeräusch in der Kabine, wenn man durchgeht, ist realistischer, also wenn man auf sowas Wert legt, interessant. Und dann gab es noch das Issue, dass der Zug in der Traktionssperre stecken geblieben ist, das soll jetzt nicht mehr passieren. Und es war möglich, die Fahrgasttüren zu öffnen, während der Zug in Bewegung war. Auch das geht jetzt nicht mehr.
Jetzt vielleicht das Interessanteste. Great Western Express ist jetzt auch Rush Hour kompatibel. Also entsprechend seht ihr dann da mehr Leute auf der Strecke. Kommen wir als nächstes zu der Strecke Northern Trans-Pennine. Da gab es ein paar Anpassungen. Dort gibt es jetzt auch überall das Passenger Information System, so wie beim Great Western Express. Der Himmel wurde wieder angepasst. Das Rendering der Gleise wurde verbessert, dass es jetzt besser aussieht. Sowie die Beleuchtung in Ashton, Stalybridge, Stainedge, Mossley und Battle Morny und auch den Tunnel verbessert worden. Beleuchtung und Schatten sind in den Bahnhöfen Leeds, Huddersfield und Manchester angepasst worden. Und zum Gameplay, die Medaillengrenze für Gold im Szenario Rettungsfahrt wurde auf 4500 reduziert, falls ihr da voll auf die Medaillen aussieht. Dann kann man, viel wichtiger, dort funktionieren jetzt endlich die Bahnübergänge, die sind jetzt animiert. Also hat ein bisschen was für den Effekt, finde ich cool. Und in den Szenarien Down and Out und Driving Rain wurde das Wetter von Leichtregen zu vollen Regen geändert. Warum auch immer. Dann, bei der Einführung von der Class 45 und 47 sind die Haltepunkte in Manchester ein bisschen angepasst worden beim Signal, damit man da nicht über Signal aus Versehen drüber fährt, ist wohl passiert. Dann kann man jetzt auf jeden Bahnsteig draufklettern in allen Bahnhöfen. So, dann zu dem Rollmaterial. Auch da sind bei den Personenwagen die Innenbeleuchtungen wieder angepasst worden für die Fensterreflexion. Bei der Class 101 ist jetzt die Raindriver-Funktionalität verbessert worden, denn einige Bedienelemente sind da vorher nicht gegangen. Und jetzt für mich am allerwichtigsten und am tollsten, besser gesagt, die Class 40 funktioniert jetzt mit dem Raindriver. Die Class 45 funktioniert mit dem Raindriver. Sowie auch die Class 474, auch die geht mit dem Raindriver. Endlich. Da kann ich mit der mal ein bisschen besser fahren. Die Class 47, die ist jetzt auch im Livery Designer verfügbar, aber habt ihr eh schon gesehen, da Intercity Executive Design, sind schon einige Designs drin. Und ebenfalls kann man jetzt die MK1 und MK2 Wagen von Northern Trans-Pennine im Livery Designer ummalen. Als nächstes kommen wir zu der West Somerset Railway, da gibt es jetzt ebenfalls die Rush Hour Leute und ja, da ging die zweite Hupe nicht. Dann sind Aufkleber für die Meisterschaften hinzugefügt worden. Die gewisse Bahnübergänge wurden gedreht, damit sie in der richtigen Richtung öffnen. Und bei der Class 47 konnte man aus dem Bahnsteig aus durch das geschlossene Fenster die Lokomotive bedienen. Auch das geht jetzt nicht mehr. Und die statische Class 52 wurde von Minehead nach Bishop Lightyard verlegt, da sie auf der Drehscheibe in Minehead zu groß war. Sie wurde durch die Class 43 derzeit in Bishop Lightyard ersetzt. So. Dann die statischen 12-Tonnen-Wagen sind angepasst worden, dass man sie jetzt auf der Strecke frei rangieren kann. Das Ziel, die Bremsen auf Betriebsstellen, blieb in der Class 9 und Class 47 total stecken. Auch das passiert jetzt nicht mehr. Und last but not least, für den Changelog bei der BR-182 können jetzt die Fahrgasttüren richtig geöffnet werden und die KI-Lichter funktionieren jetzt wie vorgesehen. Das soweit zum Changelog, das am 20. veröffentlicht worden ist. Also Great Western Express ist jetzt am meisten passiert. Da glaube ich, werde ich jetzt im nächsten Mal vielleicht ein, zwei Fahrten machen. Und natürlich, dass jetzt da unter anderem meine Lieblingsloks jetzt endlich die Raydriver-Kompatibilität haben. Endlich. Gut, liebe Leute, das soll es auch schon gewesen sein vom Changelog. Ich hoffe, das war für euch informativ. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da oder vielleicht sogar ein Abo, wer weiß. Und ich fahre jetzt erstmal weiter nach London Paddington. Wir sehen uns dann zur nächsten Fahrt. Tschüss!